Wegen der Corona-Pandemie plant Schleswig-Holstein eine Absage der Abitur- und anderen Schulabschlussprüfungen. Das Abi müsste direkt nach den Osterferien beginnen. Dies erscheine derzeit unrealistisch, so Bildungsministerin Karin Prien. In der derzeitigen Situation und der besonderen Herausforderung, nicht nur für unser Schulsystem, sondern auch für jeden Einzelnen von uns, halte ich diese Entscheidung für geboten. Prien will dem Kabinett nun einen entsprechenden Beschlussvorschlag vorlegen. Mitte März wurde der Unterricht an den Schulen eingestellt. Wann und auch wie er wieder aufgenommen werden könne, sei noch nicht absehbar.